Wir spüren das Atmen des Körpers. Und sind grundsätzlich bereit, Vergangenheit und Zukunft einmal sein zu lassen. Wir ermöglichen unserem Geist das Erfahren der praktischen Umsetzung dieses Vergangenheits- und Zukunftsbefreitseins, indem wir unsere Aufmerksamkeit im Körper eine Beschäftigung bieten, beobachten unser Ein- und Ausatmen. Nicht, weil die Atmung per se so interessant ist, sondern weil es so interessant ist, in der Gegenwart verweilen zu können.
Wenn unsere Zuversicht in das Verweilen in der Gegenwart im Körper stark genug ist, gibt es keine Vergangenheit oder Zukunftsgeschichte, die sich nicht allmählich beruhigen kann, beruhigen darf. In diesem Moment, in diesem Körper, können wir die Erleichterung erleben, die davon kommt, dass Vergangenheit und Zukunft ihre Bedeutung verlieren.
Die größere oder kleinere Sammlung, die jetzt in unserem Geist entstanden ist, versuchen wir weiter zu investieren, ein interessiertes Beobachten unseres Erlebens im gegenwärtigen Moment. So zeigt sich als die Grundlage all dieses Erlebens immer wieder die physische Realität der Körperlichkeit, das Spüren der Raumtemperatur. Das Spüren, könnte man fast sagen, der Geräusche als Vibrationen aus dem Trommelfell. Wie ein Bienenstock, in dem die Elemente ein- und ausgehen. Die Tatsache, dass die Elemente da so ziemlich zufällig durcheinander krabbeln, wirklich das, was wir für uns selbst halten. Da erweist es sich einfach als Reibung von Element an Element. Ganz ohne Abfälligkeit kann es uns als fremd erscheinen. Doch Teil der Außenwelt. In seinem unsteten Verhalten kein möglicher Lieferant für Beständigkeit.
Dann gehen wir jetzt in die Mittagspause, hoffentlich mit begeisterter Achtsamkeit. Und jeder Moment ist eine wertvolle Möglichkeit, weiter zu praktizieren. Auch im virtuellen Zuhause natürlich könnt ihr euch bemühen, in euren eigenen vier Wänden weiter zu praktizieren, auch ohne Gruppe.